Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann Sie uns zuschauen. Jetzt ist hier Abend im Württembergischen Landesmuseum und ich begrüße Sie ganz herzlich bei Mensch, Entwicklung, Zukunft, der Vortrags- und Talkreihe der Mahle Stiftung, unsere neue Staffel sozusagen 2023/2024. Heute ist der Auftakt und gleich mit einem unglaublich spannenden und wichtigen Thema. Freiheit beginnt beim Ich, sagt unser Gast heute. Sie feiert in ihrem gleichnamigen Buch den Liberalismus und das Individuum. Sie macht Mut, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen und nicht auf den Staat zu vertrauen. Und sie greift an, nimmt die ganzen linken, woken Ideologien unserer Zeit auseinander. Ob Postkolonialismus, Antirassismus, Identitätspolitik mit Gender Studies und Diversity. Wohin das alles führen kann, das haben wir ja gerade bei den linken Protesten und Statements zum Nahostkonflikt gesehen. Der Antisemitismus blüht fürchterlich und Israel wird als letzte Kolonialmacht und als Apartheidsregime verteufelt. Die Hamas-Terroristen dagegen von vielen als Freiheitskämpfer gefeiert. Was ist da passiert? Anna Schneider schreibt gegen all das an. Die österreichische Journalistin und Juristin ist Chefreporterin Freiheit bei der Welt. Sie war zuvor für die Neue Zürcher Zeitung schon in Berlin und sie schreibt den Welt-Newsletter Anna Schneider ist so frei. Und sie streitet regelmäßig im Fernsehen und eben im Print und digital für die liberale Perspektive. Und bevor wir diskutieren, eine kurze Einführung, warum es ohne das Ich keine Freiheit geben kann und ohne Freiheit kein Ich und warum woke Ideologien diese Freiheit zerstören können. Herzlich willkommen, Anna Schneider. Ja, zunächst einmal danke für die Einladung, lieber Herr Schwarz-Ertl. Danke für die sehr liebe Ankündigung und auch den Damen, die es für mich organisiert haben. Es war sehr lieb. Ich kann mich nur wiederholen, einen schönen guten Abend. Beziehungsweise, naja, ja, es ist Abend und immer Tag, es ist schon dunkel. Wie Herr Brock schon angekündigt hat, werde ich einfach mal kurz versuchen, in ein paar Worte zu gießen, was ich meine, wenn ich Freiheit sage. Und es beginnt ja meistens schon mit dem Titel meines Buches, oder? Also es ist schon einigermaßen spannend, wenn man die Reaktionen beobachtet, wenn man ein Buch schreibt, das den Titel Freiheit beginnt beim Ich trägt. Obwohl es ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, sollte man meinen, weil wo denn sonst? Das gesamte freiheitsgarantierende Menschen- und Grundrechtsdenken beruht schließlich auf der liberalen Einsicht, dass dem Einzelnen Rechte gegenüber dem Staat zustehen. Alle modernen Grundrechtskataloge sind Reaktionen auf spezifische Gefährdungen individueller Freiheiten. Damit ist der Begriff selbst also eigentlich redundant, also individuelle Freiheiten, aber zur Betonung und Klarstellung immer hilfreich. Dass diese Feststellung dennoch immer öfter als radikal individualistischer Quatsch beiseite geschoben wird, sagt im Grunde mehr über den intellektuell dürftigen Zustand der Debatte als über den Wert der individuellen Freiheit an sich aus. Ich schätze mal, viele von Ihnen lesen die FAZ, ich ja nicht, weil ich lese die Welt, aber ich habe trotzdem sehr gelacht, als mein Buch erschien und da kam eine Rezension in der FAZ. Die Redakteurin und ich haben uns eigentlich nett unterhalten. Sie ist auch gar nicht so viel älter als ich, das war eigentlich ganz okay, aber ich würde Ihnen gerne einen kurzen Teil aus dieser Rezension vorlesen, damit Sie wissen, was ich meine, warum ganz viele Leute oft irritiert sind von meinem Titel und Buch. Es muss schön sein, zu den Anna Schneiders der Welt zu gehören, zu den mündigen Bürgern, die ihre Freiheit im Sinne Sartres heroisch begreifen. Alle anderen sind für sie Hasenherzen. Wenn jemand sich etwas nimmt, was auch ein anderer will, mag das dessen Freiheit begrenzen. Es darf nun nicht das Ziel sein. Böse klingt das, aber ist ein wenig Verderbtheit nicht viel spannender als das Schwimmen mit dem Strom der Achtsamen? Ein wenig Verderbtheit, schön. Diese Rezension trägt übrigens den Titel Auf einer einsamen Insel mit Anna Schneider. Und ganz gleich, dass ich das tatsächlich oft sehr super fände, zeigt sich doch, warum es Freiheit hierzulande so verdammt schwer hat. Wer Individualisten zu bösen Menschen oder wenigstens zu Egoisten verklärt, präsentiert damit eigentlich nur seine eigenen Bildungslücken. Denn es geht beim Verteidigen der individuellen Freiheit nicht um Egoismus, zumindest nicht in dem negativen Sinne, für den er bekannt ist. Richtig ist, Eigenverantwortung, und dafür steht freiheitliches Denken nun mal in erster Linie, definiert sich am besten wie folgt. Wer sich nicht um sich selbst kümmert, kann sich auch nicht um andere kümmern.
Aber es wundert mich freilich wenig, dass diese meiner Definition von Freiheit oder Eigenverantwortung auf bisweilen nicht nur taube, sondern eher tote Ohren stößt. Dabei sollte man eigentlich denken, dass die identitätspolitischen Debatten der Jetztzeit genau darauf einzahlen. Jeder kann endlich sein, was er ist, das jeweilige Ich total ausleben. Doch wenige betrachten die Möglichkeit, ganz bei sich selbst zu sein, aus einer liberalen Perspektive, die sich nicht in erster Linie von anderen abhängig macht. Ganz im Gegenteil. Der Aufstieg der sogenannten Snowflakes, zart beseiteter und bisweilen auch zart behirnter Wesen, markiert die Trennlinie zwischen liberalem und zerbrechlichem Ich. Und zwar insofern, als Letztere eine Anspruchshaltung verinnerlicht haben, die jegliche Selbstreflexion vermissen lässt. Es geht also nicht mehr darum, sich darauf zu besinnen, wo die eigenen Stärken liegen und diese zum eigenen Fortkommen zu nutzen. Viel eher wird vom Staat, der Gesellschaft oder jeglicher, wie auch immer gearteten, übergeordneten Instanz erwartet, gefördert zu werden. Wenn etwas nicht klappt, ist natürlich auch klar, wer schuld ist. Jedenfalls nicht man selbst, sondern viel lieber diskriminierende Strukturen. Richtig ist, nie war die Gesellschaft freier als heute. Nie war es einfacher, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Genau diese bis dato ungeahnten Möglichkeiten der Emanzipation verursachen in vielen Köpfen offensichtlich Stress, denn sie werfen den Einzelnen auf sich selbst zurück. Und dieser Stress macht anfällig für die Verführung des Kollektivs, mit seinem vereinfachenden Denken, genauer mit seinem Denken in Schubladen und moralischen Hierarchien. So sehen wir also, wie das Gieren nach Einfachheit und gedanklicher Sicherheit gegenwärtig geschmeidig befriedigt wird, indem man Menschen pauschal in Schubladen steckt und anschließend alle aus der einen Schublade als Opfer von Menschen aus der anderen Schublade definiert. Dabei herrscht Konsens über das Etikett der Schublade mit den Tätern. Alte weiße Männer steht darauf. Man sieht an diesem Schubladenbeispiel, der Schein des Zeitalters des Individualismus trügt. Identitätspolitische Auswüchse sind weniger Zeichen eines Hyperindividualismus als vielmehr eines Kollektivismus. Die richtige Bezeichnung für dieses Phänomen müsste also eigentlich Pseudo-Individualismus lauten. An dessen Ende steht nicht die Freie, sondern die Opfergesellschaft. Mit freundlicher Unterstützung vom Vaterstaat, der diese Pervertierung des Verständnisses vom mündigen Bürger durch Quotenforderungen oder finanzielle Unterstützung auch noch fördert. Je mehr der Staat auf solche Weise eingreift und im Namen des vermeintlichen Schutzes von Minderheiten oder der sogenannten sozialen Gerechtigkeit Regelungen erlässt, desto mehr wird das Leben jedes Einzelnen politisiert. Doch das Private ist nicht politisch und der mündige Bürger ist keine Illusion. Die Infantilisierung, die durch die Betrachtung des Menschen als prinzipiell schutzbedürftiges Wesen entsteht, verhindert Selbstbestimmung. Selbstverwirklichung bedeutet nicht, nach vollzogenem Seelenstriptease die Toleranz aller anderen zu erwarten und darauf angewiesen zu sein. Dieser Seelenstriptease und die Identitätsbesessenheit, die er bedeutet, stumpft ab, und zwar in beide Richtungen, die des Zuschauers und die des Tanzenden. Der den anderen nur aufgrund seiner Identität beurteilt, erwartet sonst nichts, degradiert das Gegenüber also eigentlich zum Idioten. Jedenfalls zum möglichen Idioten, weil nicht, was in dessen Kopf so los ist, interessiert, sondern die Summe seiner Merkmale, die auf ein Kollektiv verweisen. Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft und so weiter. Das idiotische Gegenüber wiederum klammert sich an die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird, die soziale Währung unserer Zeit. Man sieht also, das identitätspolitische Schubladenwesen ist keinesfalls mit dem liberalen Ich zu verwechseln. Denn dieses liberale Ich definiert sich nicht in erster Linie über andere oder über unveränderliche Gegebenheiten. Es ist vom Glauben an sich selbst getragen, davon, dass da etwas ist zwischen den eigenen Ohren, bereit abgerufen zu werden. Nun konnte man bis zum 7. Oktober vielleicht noch annehmen, dass identitätspolitische Ideologien, seines Gender- oder Postcolonial Studies, Antirassismus, Diversity, Intersektionalität, you name it, ohnehin größtenteils nur an Universitäten und den dort eigens dafür aufgebauten Safe Spaces ihren Platz hätten und gar harmlos seien. Doch leider passiert der Welt gerade, was wir in Österreich eine Realitätswatschen nennen würden. Das geistige Gift, das den westlichen Werten in dem Innersten widerspricht, ist inzwischen überall, mit fatalen Folgen. Dabei ist es nicht so, dass nicht viele Menschen genau davor gewarnt hätten. So sagt die fantastische Bari Weiss, seine US-amerikanische Journalistin, die auch zu meiner großen Freude regelmäßig in der Welt publiziert, vor kurzem in einer Rede. Zunächst schienen Dinge wie Postmodernismus, Postkolonialismus und Postnationalismus wie Wortspiele oder jedenfalls intellektuelle Spiele zu sein. Kleine Rätsel, um zu sehen, wie man so ziemlich alles dekonstruieren kann. Mit der Zeit wurde mir klar, dass es kein akademischer Nebenschauplatz bleiben würde.
und dass nichts Geringeres angestrebt wird als die Dekonstruktion unserer Zivilisation, von innen heraus. Es wird versucht, die Vorstellungen von richtig und falsch auf den Kopf zu stellen. Die Grundideen von Gut und Böse werden durch eine neue Rubrik ersetzt. Die Machtlosen gut und die Mächtigen schlecht. Es wurden viele Dinge ersetzt. Farbenblindheit mit Rassenbesessenheit, Ideen mit Identität, Debatte mit Denunziation, Überzeugung mit öffentlicher Beschämung, der Rechtsstaat mit der Wut des Mobs. Dieses S, das kann man besten Gewissens als Monster identifizieren, das freilich auf Samtpfoten daherkam. Weil wer würde schon widersprechen, wenn es um Schlagworte wie Antirassismus, Gleichstellung oder Diversität geht? Klingt doch super. Doch zu vielen Menschen wurde unter diesem Begriff eine Mogelpackung verkauft. Und genau wie die bittere Wahrheit vom importierten Antisemitismus, offenbart sich nun in aller Deutlichkeit eben jenes weitere Monster, das ganz allein der Westen großgezogen hat. Sei es an Universitäten, in Unternehmen, in den Medien, in der Kulturszene oder in staatlichen Behörden. Rückblickend darf es wohl als irrwitzig betrachtet werden, wie Kritiker jeglicher dieser vermeintlich mit positiven Zielen ausgestatteten Denkschulen als Rassist, Reaktionär oder Schlimmeres beschimpft wurde. Als ginge es den sogenannten Antirassisten immer nur um Rassismusbekämpfung oder den Genderverfechtern immer nur um Gleichberechtigung. Große Teile dieser möchtegern progressiven Ideologien bauen auf dem Glauben auf, dass die Welt just konstruiert ist und also nur entlarvt werden müsste. Das Denken in Schwarz-Weißen, und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, Machtstrukturen erlaubt es letztlich auch, von Juden als privilegierten Weißen und von Israel als unterdrückerischer Kolonialmacht zu fantasieren. Was für ein geschichtsvergessener, hanebüchener und am Ende eben antisemitischer Unfug. Es ist die gefährliche Mischung aus bisweilen narzisstischem Weltretterkomplex und der törichten Annahme, Antisemitismus hätte jedenfalls immer etwas mit Hitler zu tun und ließe sich zudem nur in jahrzehntealten Flugblättern in Bayern finden, die auf direktem Weg in die Hölle führt. In diesem Zusammenhang sind die Zahlen, die die Anti-Defamation League kürzlich verkündet hat, erschreckend. Allein in den ersten 2 Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel sei es an amerikanischen Universitäten zu mehr als 300 antisemitischen Vorfällen gekommen. So viel hat zumindest diese US-Organisation gezählt. Leider verwundert es nur mäßig, denn auf den Campi zahlreicher Elite-Unis gehören antijüdische Demonstrationen mittlerweile zum traurigen Alltag. Die sozialen Medien sind voll mit Fotos und Videos davon. Hunderte Studenten verherrlichen regelmäßig den Terror der Hamas oder sprechen Israel das Existenzrecht ab. Selbst vor Übergriffen sind jüdische Studenten nicht mehr sicher. Dabei glaube ich sogar, dass manche dieser bereits erwähnten Schlafwandler tatsächlich überrascht sind. Und zwar überrascht von der Tatsache, dass sie sich Ideen zu eigen gemacht haben, die konsequenterweise direkt in antisemitischem Denken enden. Obwohl sie vielleicht gar keine Antisemiten sind oder sein wollen. Beunruhigend ist allerdings, dass nun, bald 2 Monate nach dem Beginn des Terrors der Hamas gegen Israel, die relativierenden Stimmen nicht weniger werden. Durch die bereits erwähnte Institutionalisierung dieses Illiberalismus hat sich der Westen einen Bärendienst erwiesen, dem er jetzt eigentlich mit aller Radikalität entgegentreten müsste. Denn der springende Punkt ist der: Antisemitismus ist nur ein Symptom für den Fall der Zivilisation, wie wir sie kennen. Es geht also mitnichten nur um jüdisches Leben, es geht, und darunter muss man es in diesem Fall wirklich nicht machen, um alles. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, gerne. Und vielen Dank für den wunderbaren Begriff Realitätswatschen. Oder? Das gefällt mir. Sie haben gesagt, der Westen hat sich da ein Monster großgezogen. Da ist sicher was dran, denn wir haben das ja in vielen Teilen auch noch befördert und fanden das auch gut, das Engagement und den Glauben an eine bessere Welt und das Auseinandernehmen unserer Geschichte und unserer Vergangenheit. Aber Sie sagen ja, das ist brandgefährlich, was da passiert. Glauben Sie, dass denen, die diese Ideologien verfolgen, bewusst ist, wie gefährlich das ist, was sie da tun? Denn ich unterstelle denen erstmal nicht nur Böses. Hm. Ja, ich auch nicht in erster Linie. Und das ist ja, bis zu dem 7. Oktober war das Thema eigentlich einigermaßen stillgelegt. Hätte man da einen Text geschrieben über, wie furchtbar Gendern ist oder so, dann hätten alle gegähnt und gesagt, okay, jetzt interessiert uns nicht mehr. Aber tatsächlich warte ich drauf, seit dem 7. Oktober, wohin sich diese Truppe quasi entscheidet, also eben, ob sie versteht, wie ich gesagt habe, manche wachen ja auf und sehen, oh Gott, da wollte ich wirklich nie enden in meinem Denken.
oder ob sie das Gegenteil macht. Und ich glaube wirklich, dass beides passiert, weil wir sehen ja, dass in Berlin, aus der Stadt, aus der ich komme, tatsächlich nicht nur irgendwie Hamas-Sympathisanten aus anderen Ländern auf die Straße gehen, sondern tatsächlich Prenzlauer Berg Kinder, die irgendwie Postkolonialismus studieren und dann ernsthaft glauben, dass die Hamas einen Befreiungskampf gegen den bösen weißen Westen und so ficht. Also das hat wirklich schon so lange gedauert, dass da ganze Generationen irgendwie jahrelang eingetrichtert bekommen hat, so und so funktioniert das, das und das ist gut und böse, die Weißen sind die Bösen, die POCs oder Schwarzen sind die Armen und eben in diesem perversen Schema macht man Juden zu Weißen, also ganz krude und man kann mit denen einfach gar nicht sprechen, also die verstehen das wirklich nicht, die man können jetzt bis Greta Thunberg gehen, die da auch irgendwelche Probleme hat, offensichtlich. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es alle nicht verstehen, aber es macht mich ehrlich betroffen, dass es manche gar nicht verstehen wollen, offensichtlich. Nun sind Sie an der Generation ja schon altersmäßig viel näher dran als an den alten weißen Männern wie mir, stimmt, die natürlich auch in den Redaktionen von öffentlich-rechtlichen Sendern, von Zeitungen, Zeitschriften die Fahne des Liberalismus hochhalten und sich mit den jungen Kolleginnen und Kollegen streiten, die glauben, sie müssten aktivierenden Journalismus betreiben, weil sie diesen Ideologien nachhängen. Was ist bei Ihnen schiefgelaufen? Das frage ich mich auch immer. ich bin heilfroh, irgendwie bin ich nie da reingekippt, oder, in diese Kiste. Aber das ist wirklich, wie Sie sagen, auch ganz viele junge Kollegen, die ich so kennenlerne, die kommen schon aus den Journalistenschulen und haben irgendwie drauf, wie man Diversität durchzählt und ob da in jeder Gruppe eine Frau anwesend ist. Also da geht's. Die schauen wirklich drauf, wer ist das, der den Text schreibt. Auch diese Perversität, dass jemand nur zu einem Thema sprechen darf, wenn er auch die Hautfarbe, das Geschlecht, das Alter etc. hat, was ja komplette Perversion ist. Jetzt nicht im Journalismus, sondern zum Beispiel auch in der Kunst. Das Thema kann man ja ewig weit spannen. Mhm. Und es misshakt mir einfach total, weil es so eine Einschränkung ist im Arbeiten, im Denken vor allem. Also man fühlt sich, wenn solche Menschen im Raum sind, da hat man wirklich, und ich bin nicht auf den Mund gefallen, das Gefühl, man muss jetzt aufpassen, was man sagt, damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt. Und das ist richtig unangenehm. Und ich finde gar nicht, dass so viel schiefgelaufen ist mit mir in dieser Hinsicht. Deswegen. Ja, aber Sie sind so erfrischend anders. Also sind Sie völlig anders sozialisiert worden? Ich könnte mir vorstellen, dass Ihre Altersgenossinnen und Genossen Sie mit Shitstorms ohne Ende überziehen. Ja, ich komme ja bekanntermaßen aus Wien, mhm, und bin jetzt nicht irgendwie besonders aufgewachsen, tatsächlich am Land. Also ich kenne die Landbevölkerung, aber ich war dann in Wien ewige Jahre, also ich fühle mich sehr als Wiener. Aber tatsächlich, ich bin doch schon 33, sagen wir ehrlich, ja, ist schon 10 Jahre her, dass ich meinen Magister an der Uni Wien gemacht habe und ich habe halt Jura studiert. Da gab es dann auch schon irgendwie so die Anfänge von Legal Gender Studies und so, aber das war noch Babyschuhe. Also erst nachdem ich eigentlich raus war, beziehungsweise als ich Kunstgeschichte noch nachträglich studiert habe, hat das so begonnen, dass überall irgendwie Gleichstellungsbeauftragte braucht und so weiter. Und wie Sie vorher gerade gesagt haben, das klingt ja nach was Gutem, oder ich habe schon gesagt, natürlich, jeder will dafür sein, ich bin nicht für Gleichstellung, ich bin für Gleichberechtigung, ich bin absolut dafür, dass es Frauen genauso gut geht wie Männern und Minderheiten, wie mehr, alles klar, aber wenn man sich ja detailliert damit beschäftigt, übersieht man eben, dass dieses Denken in diesen Schubladen und in Kategorien einfach das Gegenteil dessen ist, was wir uns ja erwarten, nämlich dass man eben aufgrund seines Kopfinhalts beurteilt wird und nicht aufgrund dessen, wie ich ausschaue oder wo ich her bin. Ich habe also das Gefühl, das fing so ein bisschen an, als es um das Framing ging, also wie Worte Wirkung zeigen und dass man höllisch aufpassen muss, ja, was man wie sagt. Und das hat dann immer mehr Kreise gezogen, wurde immer weiter gespannt und hat vor allem die Universitäten erstmal besetzt. Wir erleben ja auch jetzt, Sie haben es gesagt, gerade an amerikanischen Universitäten, aber natürlich auch anderswo in der westlichen Welt, dass da besonders radikale Verfechterinnen und Verfechter sitzen, gerade auch jetzt, was diese anti-israelische, antisemitische Haltung angeht. Wie kommt das, dass Philosophieprofessorinnen in den USA einen Blödsinn verbreiten, wo man laut schreien will? Das hätte man tatsächlich schon früher wissen können, oder? Wir sprechen ja offensichtlich von Judith Butler, der ernsthaft meinte, dass die Hamas eine soziale Bewegung ist. Und die Frau wird ja und wurde rauf und runter zitiert. Ich meine, das ist die Gottmutter der Gender Studies. Und da, wie gesagt, die sitzt immer in den Startlöchern und denkt mir, so, jetzt verstehen sie endlich alle, dass das nicht in Ordnung ist. Aber ich glaube wirklich, wir haben ein bisschen zu lange gewartet. Und weil sie die Amerika ansprechen, seit weiß nicht wie vielen Jahren beobachten wir das, was in Amerika auf den Campusen passiert und wie da eben die Meinungs- und Redefreiheit eingeschränkt wird, dass Professoren die Unis verlassen, weil sie sagen, ich kann hier nicht mehr. Und das sind
keine Rechtsradikalen, das sind einfach Menschen, die von der Freiheit der Wissenschaft leben und die auch gerne beibehalten wollen. Und das ist zwar eh so nach Deutschland getröpfelt und auch nach Österreich, wie halt alles aus Amerika so langsam kommt, aber dass keiner irgendwie die Reißleine zieht oder keiner sagt, also ich bin überhaupt nicht dafür übrigens, irgendwelche Studiengänge zu verbieten. Ich bin auch da sehr freiheitlich. Alles kann angeboten werden, was irgendwie Abnehmer findet. Aber dem nichts entgegenzusetzen, ist halt richtig irre. Und das meint ihr mit das Monster des Westens oder wie können wir denn unsere eigenen Werte verteidigen, wenn wir Studenten heranziehen, die nicht mal mehr wissen, was Freiheit ist und was, dass Meinungsfreiheit nicht verletzend ist und dass man es irgendwie mit Argumenten wehrt und nicht mit Safe Spaces und dass die Hautfarbe nicht wichtig ist. Und allein diese Aussage, wenn ich sage, ich bestehe auf Farbenblindheit, ich möchte das nicht, die möchte uns eigentlich Rassismus gerne abtrainieren, soweit es irgend möglich ist, ist dann schon wieder ganz schlimm, weil ich will das dann nicht sehen. Da frage ich mich dann, das ist doch Wahnsinn. Was ist das für eine Denke? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die jetzt keine Kinder in dem Alter der Generation Z haben, sich vielleicht fragen, was sind das für eine Denke, die das nicht permanent verfolgt haben? Also zum Beispiel dieses Antirassistische, was heißt das denn? Weil ich habe auch immer gesagt, ja, also für mich ist doch wurscht, was für eine Hautfarbe jemand hat, für mich ist es wichtig, wie er ist. Aber das ist eben schon total rassistisch sozusagen. Ist total rassistisch. Es ist ja so, Antirassisten, da gibt es ja in Amerika auch diese eine Legende zum Beispiel, Ibram Kendi, der tourt die Welt und schreibt einen Bestseller nach dem anderen, der sagt, quasi es braucht eine Vendetta. Auf Diskriminierung der letzten Jahre muss jetzt Diskriminierung folgen. Also der will einfach quasi alles, was Schwarzen einmal passiert ist, jetzt auf Weiße anwenden. Der schreibt es tatsächlich so auf. Und das ist irgendwie das Verstörendste an dieser Truppe, dass sie gar nicht merken, dass sie eben selbst Rassismus betreiben. Wenn man sie damit konfrontiert, sagen sie, na wieso, Rassismus gegen Weiße gibt es ja nicht. Weil ihr wart immer die Unterdrücker und deswegen ist es unmöglich. Also ganz krude Logik. Und dann das zweite Phänomen, das wir auch in Deutschland übrigens kennen. Es wird so behauptet, wir wären ein vom strukturellen Rassismus durchzogenes Land. Es hat noch niemand bewiesen, es gibt dazu keine Zahlen außer Umfragen und schwierig zu fassen, aber unter der Behauptung des strukturellen Rassismus kann man halt ganz leicht alles rechtfertigen. Wir haben ja sogar eine Antidiskriminierungsbeauftragte, die nur solche Projekte fördert, Demokratie leben, dieses, wie viel? 800, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber fließt ganz viel Geld in Antirassismusarbeit zum Beispiel, die wir genau solche Projekte fördert, die ja eigentlich ganz woanders hinführen, als wir eigentlich kommen wollten. Und wie Sie sagen, wenn man das ablehnt, ist man halt leider schon im ganz anderen Eck. Deswegen würde, glaube ich, jeder, den Sie auf der Straße treffen und fragen, sind Sie Antirassist, sagen, ja, natürlich, weil keiner will ein Rassist sein. Aber ich wäre gerne weder noch, weil das, was Antirassisten betreiben, einfach neuer Rassismus ist, der uns, fürchte ich, gar nicht so hinführt. Und was ist dann Postkolonialismus? Oi, ja. Also Postkolonialismus, das ist ja auch, wie soll ich es jetzt erklären, kurz. Das ist, also ganz einfach gesagt, ist das ja irgendwie die Lehre davon, dass der Westen den globalen Süden zu lange unterdrückt hat, was ja stimmt. Sklaverei, braucht man gar nicht drüber reden. Restitutionen, alles richtig, aber dass das eben jetzt quasi rückabgewickelt werden muss. Dass der westliche Wertekanon, wie wir ihn kennen, nicht legitim ist, weil das sind ja nur weiße Männer vor allem drinnen. Also dass das alles umgekehrt werden muss. Und das ist eben das Perverse in dieser postkolonialen Lehre, dass sie eigentlich den Westen zerstören wollen. Ob sie es so laut sagen oder nicht, aber sie stellen ja alles in Frage. Von Denkmälern über Literatur bis hin eben sind wir jetzt am schrecklichen Punkt des Existenzrechts Israels, weil das ja auch nur so eine westliche Fantasie ist, die USA, der große böse weiße Mann im Rücken. Also das ist eigentlich diese Theorie und das ist halt inzwischen, in meinen Kopf geht es schwer rein, dass das unterrichtet wird, wo wirklich ja, sicher in großen Teilen sehr viel Antisemitismus drinsteckt inzwischen, den man jetzt sieht einfach auf der Straße. Ja, und das führt ja wirklich dazu, dass Israel als letzte Kolonialmacht gesehen wird, als Apartheidsstaat, der einen Genozid an den Palästinensern betreibt. Ja. Also da wird mit Vokabeln um sich geworfen, wo man denkt, habt ihr überhaupt nichts begriffen? Und als Stichwort begriffen, ich meine, ist ja schon fast wieder lustig in seiner Absurdität, wenn ich in Berlin die Menschen auf die Straße gehen sehe mit Queers for Palestine. Mhm. Frage mich dann, Freunde, glaubt ihr, würdet ihr einen Tag überleben in Palestine? Also so jetzt im Ernst? Das ist wirklich so, Entschuldigung, aber gaga, dass sie keine Worte damit finden. Die glauben wirklich, sie kämpfen dann einen Freiheitskampf, aber können nicht mal Freiheit definieren. Es ist, ja, absurd. Aber das ist ja nur ein kleiner Teil der Bevölkerung im Westen. Das stimmt. Aber der massiv dafür sorgt, dass sehr viele dann in den USA zu Donald Trump gehen, in Frankreich zu Marine Le Pen und in Deutschland zur AfD, oder? Das spielt, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle.
Natürlich, und ich finde es ja auch schön, dass Robert Habeck große Reden hält, wo sie alle gar nicht mehr einkriegen, wie fantastisch er ist, dieser Messias. Ich fand es ein bisschen eh schön, ich höre ihm auch gerne beim Reden zu. Hat's also man was hört ihm lieber zu als Herrn Scholz, oder? Ja, ich finde ihn, wirklich, also ich höre ihm wirklich gerne beim Reden zu, aber es ist halt dann fantastisch, wenn er sagt, ja, ist ganz schlimm, da gibt es Antisemitismus und Zugewanderter, ja, gibt es, aber auch in linken Kreisen und das ist ganz schwierig und denke mir, die Grünen sind, glaube ich, die erste Partei, die das jahrelang, wie soll ich es jetzt nennen, weggeblinzelt oder sogar weggesprochen haben. Und jetzt kommen sie drauf, dass das, was sie in ihrer Politik betreiben, vielleicht ganz eigenartige Blüten treibt. Also ich kann das nicht so ganz ernst nehmen. Vor allem, es werden Taten folgen. Ich warte. Und wir warten, glaube ich, alle schon seit dem 7. Oktober. Also es hört sich alles sehr rosig an. Aber wenn sich jetzt nochmal Grüne und Linke und Sozis hinstellen und das alles ganz furchtbar finde ich das, dürftig. Und eben, da muss man sich wirklich nicht wundern, und ich befürworte das mitnichten, dass Leute zur AfD gehen. Weil wenn die wiederum Israel verteidigen, hat das ja auch einen sehr grausamen Beigeschmack, würde ich mal dezent sagen. Allerdings. Also. Sie haben gesagt, Sie wären gerne weder rassistisch noch antirassistisch. Ja. Und wenn man auf Liberalismus setzt, auf die Freiheit setzt, auf das Ich setzt, dann ist man zwangsläufig nicht rassistisch, weil man ja immer nur einfach guckt, wie ist der Mensch? Und alles andere ist egal. Man guckt nicht, zu was für eine Gruppe er gehört. Das muss immer das Ideal sein eigentlich. Und trotzdem tun sich so viele schwer damit. Ja. Da gehört Kraft auch dazu, das so zu sehen, glaube ich. Oder warum ist das so schwierig oder fällt es vielen so schwer? Wie gesagt, weil der Diskurs einfach vor einer Zeit eben gekapert wurde von denen, die es einfach anders definieren. Und dann ist jede, also ich habe es ja schon einfacher, ich bin eine Frau, ich bin noch nicht so alt. Also wenn ich mich hinstelle und sage, ich habe ein Problem mit Quoten, weil ich finde das, ich will nicht auf mein Geschlecht reduziert werden, Freunde, wir haben das hinter uns, hoffe ich. Ich kann das mir leisten, aber wenn Sie das machen würden als alter weißer Mann, dann hätten Sie echt ein Problem, weil dann würden Sie ja total mich wahrscheinlich auch bevormunden. Ja. Also da nutze ich meine Sprecherrolle sehr gern aus in dem Namen dieser Menschen, die es gern tun. Also das macht es mir wesentlich einfacher. Aber was glauben Sie, wie oft ich das Etikett rechts und rechtsradikal und rechtsaußen bekomme? Aber es ist halt leider echt in einem staatsverliebten Land wie Deutschland nicht so schwierig, dieses Etikett, wir kriegen ja auch Liberale, also ich meine AfDP, wir erinnern uns in der Bundestagswahl, also beim Wahlkampf, wie manche Journalisten sie da lächerlich gemacht haben. Liberalismus hat es halt echt schwer. Und deswegen wäre es ja so wichtig, dass es ein paar Menschen gibt, auch in der Politik, die dafür gerade stehen. Auf die FDP kommen wir vielleicht später noch, aber reden wir erstmal noch über das, was uns da droht. Sie sagen in Ihrem Buch, der Westen begeht langsam, aber sicher Selbstmord. Es war zwar nicht mein Buch, aber es war ein Text von mir. Ein Text, gut. Ja. Naja, das war ja tatsächlich echt einer zu Israel. Es klingt so böse, aber man liest jetzt manche Bücher im Nachhinein, die so super, oh Gott, ich meine es nicht Tilo Sarrazin, ich meine zum Beispiel Douglas Murray, diesen britischen Konservativen, der das Buch hieß The Strange Death of Europe. Und der hat damals schon geschrieben, ein übrigens bekennender, schwuler, konservativer Mann, gesagt, könnte schwierig werden, Zuwanderung, ja, alles okay, aber Freunde, wir holen uns da auch ein Weltbild, dass wenn wir es nicht schaffen zu integrieren, dann könnte das irgendwie schwierig werden. Und das wurde ja jetzt echt nicht erst seit gestern gepredigt. Die AfD hat es groß gemacht, es kamen ja aber auch schon andere drauf. Auch die FDP hat ja Menschen dort sitzen, die sagt, wir müssen Zuwanderung regeln, wir brauchen Integration, das sagen ja übrigens alle. Aber wie viel verschlafen wurde, ganz offensichtlich, wie gesagt, sieht man jetzt und es ist halt richtig gruselig. Also ich sag's Ihnen, wenn man in Berlin in den letzten Wochenenden auf der Straße war, da fühlt man sich wirklich, also, und ich meine überhaupt nicht ausgegrenzt im Sinne von nationalistisch ausgegrenzt, aber das ist wie ein ganz anderer Kult und das ist überhaupt keine, wie soll ich sagen, Gemeinsamkeiten. Und wofür die auf die Straße gehen, fürs Kalifat, da wird es einem echt anders. Und ich hoffe, das beantwortet die Frage des Selbstmord des Westens. Ja, ja. So. Also das sind vielleicht eben die zwei Punkte. Einerseits diese Antisemitismen, die sich da eben paaren. Der eine, der von den Unis angeschoben wird, obwohl da viele sicher nicht wollten, weil sie eben glauben, Antisemitismus ist immer nur Hitler, das war Opa im Dachboden mit Mein Kampf und so. Nein, das kommt auch aus den Geisteswissenschaften, leider. Und andererseits eben der zu lange ignoriert wurde, wo Leute eben aus politischer Korrektheit Lügen gestraft wurden, wie zum Beispiel Ahmad Mansour, der seit Jahren davor warnt, dass Menschen, die zu uns kommen, halt bitte auch unsere Werte anerkennen müssen. Und der auch natürlich als super rechtsextrem galt, bis jetzt hoffentlich. Und diese Mischung aus diesen beiden Dingen, da frage ich mich halt, wie wir mit beidem klarkommen sollen. Also einerseits unsere jungen Menschen dahin zu bringen, zu sagen, Freiheit beginnt vielleicht doch beim Ich und ist ganz okay. Und den Menschen, die zu uns kommen,
zu sagen, ihr wollt doch eigentlich hier leben, weil wir im geilen, freien Westen sind und nicht im Kalifat. Und beides ist, glaube ich, Hitlers Aufgabe, die wir jetzt parallel zu zwei Kriegen zu bewältigen haben. Also schwierig. Aber die Anhänger dieser Ideologien, haben Sie in einem Kommentar geschrieben, die haben ja jetzt wirklich ein Problem, weil sie sich eben zum Beispiel fragen müssen, ich zitiere, ob Kritik am Abschlachten von Juden durch die Hamas noch okay ist oder doch schon antimuslimischer Rassismus. Mhm. Also die sind jetzt echt in der Zwickmühle. Mhm. Ja, es ist halt wirklich so, also dass manche, die ihre Berufung darin gefunden haben, auf täglich nur auf der Suche nach Diskriminierungen zu sein und ernsthaft an sowas glauben wie antimuslimischen Rassismus. Also mal dazu gesagt, natürlich werden Menschen anderer Hautfarbe auch noch immer diskriminiert oder erfahren Rassismus. Das ist echt, würde ich nie bezweifeln. Aber antimuslimischer Rassismus ist ja schon ein eigenartiges Wortkonstrukt, oder? Kann man Religion in der Nase ansehen? Vielleicht sind Sie auch muslimischen Glaubens. Könnte man Sie denn muslimisch sein? Ja. So? Also es ist eine ganz perverse Wortmischung, die aber auch, also ich bin immer sprachlos, wie die auch von Ministerien verwendet wird und in Studien angeführt wird. Antimuslimischer Rassismus ist eine absolute Perversion. Und ja, ich finde es dann spannend, wie man sich aus diesem Ding rauswindet, ob diese Menschen das dann schaffen, wirklich hart radikale Muslime, die nochmal Israel ablehnen, zu kritisieren, obwohl sie wissen, dass sie damit ja ihr eigenes innerstes Antidiskriminierungsgehen unterdrücken müssen. Das wird noch abzuwarten sein. Also Ferda Ataman äußert sich natürlich gegen jegliche Diskriminierung, aber ihre Politik der letzten Monate, Jahre, würde ich sagen, spricht eine andere Sprache. Sie sind Chefreporterin Freiheit bei der Welt. Ich glaube, so einen Titel gab es noch nie. Na, und das war was heißt das denn? Was sind Sie denn dann da? Für alle Freiheitsthemen zuständig? Ich liebe es. Ulf Poschert und ich haben uns eigentlich einen Schmäh gemacht, oder? Ich bin gekommen zur Welt und er sagt Chefreporterin Freiheit. Und das stand dann so auf Twitter und alle haben es übernommen und ich so, großartig, das ist jetzt mein Titel. Und tatsächlich hat sie dann eine Reihe Medien gefragt, was ist denn das jetzt, neues Springer-Projekt, haben die ein neues Ressort? Und wir haben uns auch immer köstlich, weil die Leute sich wirklich dran aufhängen an diesem Begriff und den ganz anstößig finden, wie kann sie sich denn so nennen und was ist das, eine Journalistin? Es ist, also allein das Wort Freiheit triggert so viele Journalisten in Deutschland so hart, dass es mir große Freude bereitet. Aber was es bedeutet, ist, ich wurde einfach natürlich als Chefreporterin geholt für die Themen, die ich auch bei der NZZ schon gemacht habe, die sie tatsächlich, klingt so banal, aber ist so sehr oft um Freiheit drehen, aber viel mehr geht es ja darum, wie ich auf die Welt schaue und das wollen offensichtlich Gott sei Dank Menschen wissen und weil ich aus einer liberalen Brille oder einer libertären Brille auf die Welt blicke, hat natürlich jeder Text, egal welches Thema, mit welchem Thema ich mich beschäftige, den liberalen Spin. Deswegen Chefreporterin Freiheit. Aber ja, es ist vielen ein Rätsel. Ich hoffe, es bleibt so. Freiheit beginnt beim Ich, heißt Ihr sehr lesenswertes Buch. Und da sagen Sie auch, Freiheit ist nichts für Feiglinge. Würde ich sofort unterschreiben. Aber erklären Sie uns, warum Sie das so sehen. Naja, weil Freiheit ist ja eben auch ein Risiko, oder? Weil jemand, der sagt, ich will mein Leben frei leben, sagt er auch, ich will eigenverantwortlich sein, heißt auch, er trägt das Risiko seines Handelns, also auch das Risiko des möglichen Scheiterns. Und das ist der Punkt und da verstehe ich, beziehungsweise ich verstehe es nicht, aber ich kann es nachvollziehen, die Bequemlichkeit, die vielleicht Menschen, die dieses Freiheitsgehen nicht so sehr in sich spüren haben, die einfach nicht gerne in Freiheit leben, aber wissen, sie können einfach immer auf den Staat, auf die Gesellschaft, auf die Familie, was auch immer zurückfallen. Also das meine ich mit, man darf nicht feig sein, weil man immer riskiert, alles zu riskieren. Andere Seite ist natürlich, man ist selbstbestimmt und hat ja viel mehr Freude daran, weil ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, dann kann man gar nicht mehr ohne. Deswegen ist ja für mich immer so befremdlich, wenn Leute Freiheit in allen Belangen eher als Problem oder als Bedrohung irgendwie ansehen, als vielmehr als Möglichkeit, dann finde ich das eigentlich ganz schrecklich, weil es ist doch, würden tatsächlich auch viele zustimmen, der schönste Wert oder das schönste Ziel, das man haben kann, frei zu sein, oder? Also unterschreibe ich sofort, aber es ist natürlich anstrengend, weil ich habe auf einmal, wenn ich wirklich frei bin, habe ich Millionen von Möglichkeiten in unserer Welt, in unserer Zeit. Früher hatte man ein enges Fenster von dem, was man sein konnte, was man werden konnte, wo man leben konnte. Heute ist theoretisch zumindest alles möglich und ich glaube, das überfordert tatsächlich viele Menschen. Absolut. Deswegen sie dann auch wieder in Schubladen denken. Absolut, ich fühle das ja auch jeden Tag, FOMO, oder? Fear of missing out, ich kann ja auch nie genug von allem bekommen. Aber ich glaube sogar, dass wenn man irgendwie in diesem großen Möglichkeitsraum lebt, man ja trotzdem
sich dafür entscheiden kann, da zu bleiben, zum Beispiel, wo man ist und sagt, ich will jetzt nicht in die große Welt, ich bleibe hier und mache das, was auch mein Vater schon gemacht hat, wie auch immer, und trotzdem für sich selbst in Freiheit leben. Freiheit heißt ja nicht, alles zu machen, was einem auf der Welt offen steht. Freiheit ist ja vielmehr ein, wie blicke ich auf die Welt und wie gehe ich mit anderen um. Freiheit ist ja auch der ultimative Respekt vor der Lebensentscheidung anderer. Deswegen ist es immer so befremdlich, wenn Politiker, und wir müssen jetzt echt nicht über Corona reden, aber wie da ja eben Freiheit pervertiert wurde als Begriff und ständig, ja, ihr mit eurer Freiheit und so. Ich finde das so respektlos. Wie können Leute sich anmaßen zu entscheiden, was meine Freiheit ist? Und wie normal das geworden ist, dass das Politiker und Medien so weiterverbreiten, dass Freiheit eine Gefahr ist und dass das nicht jeder für sich selbst entscheiden darf. Da gibt es ja welche, die es viel besser wissen. Das finde ich dann immer ganz furchtbar und sage ich dann auch laut. Und da kriege ich dann halt immer Schwierigkeiten. Man kann es auch erstmal falsch verstehen. Also als ich erstmal über sie gelesen habe und nicht das Buch gelesen habe. Diesen Text, diesen Fatztext? Ja, unter anderem, da habe ich dann gedacht, oh, das ist wahrscheinlich die Kombination eben von diesem alle anderen sind schuld mit ich zuerst. Wenn man, wie ich, regelmäßig Bahn fährt zum Beispiel, erlebt man so ganz banale Dinge von Egoismus. Die Leute fragen nicht mehr, ist der Platz hier frei, darf ich mich setzen, sondern die knallen sich einfach hin, machen sich sofort breit, ohne zu fragen, ohne guten Tag zu sagen, ohne irgendwas. Also diese Verrohung und dieses Ich, Ich, Ich ist aber ganz was anderes als das, was Sie meinen. Ja, absolut. Obwohl Sie ja sagen, dass die Freiheit des Einzelnen nicht da beginnt, nicht da endet, wo die des anderen beginnt. Sie sagen es andersrum. Genau. Auch das muss man erstmal verstehen. Erklären Sie es uns. Also erstens fand es lieber Auto sowieso schöner als Bahn. Na, im Ernst. Das ist anstrengend. Das wollte ich noch vorher. Noch anstrengender. Ja, aber schnell. Na, das wollte ich vorher umreißen mit dem, was ich meinte. Sie kennen vielleicht auch das Buch Die Gesellschaft der Singularitäten. Also nochmal, ich bestreite die Feststellung nicht, dass wir in einer individualistischen Gesellschaft leben, dass da manche eher unsympathischen Ausgeburten gibt, die echte Egoisten sind. Egoisten sind ja nicht Individualisten, Egoisten sind einfach ungute Menschen, würde ich jetzt mal behaupten, also die keinen Respekt vor anderen haben. Das ist meine Definition von Egoismus. Wenn ich in meinem Buch schreibe, dass, was ich vorher schon sagte, Egoismus bedeutet, dass man sich zuerst um sich selbst kümmern muss, dann meine ich eben damit, man kann sich nur um andere kümmern, also solidarisch sein, anderen was geben, irgendwie sich kümmern, wenn man sich zuerst um sich selbst kümmert. Weil wie soll sich denn ein Ich, das schwach ist, das selbst noch nicht fertig ist mit sich selbst quasi, in welcher Hinsicht auch immer, denn für andere da sein können? Also das ist gar kein, unaltruistisch ist wahrscheinlich kein Wort, aber das ist kein eigennütziger Egoismus, das ist vielmehr ein, ich muss erst ich sein, damit ich irgendwas für andere tun kann, das. Und Ihre zweite Aussage war, wie das meint mit der Freiheit, genau. Ja. Weil Liberale sagen so gern, oder viele Liberale sagen so gern, die Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und ich würde das immer umdrehen, weil ich einfach die Perspektive nicht mag. Also nicht, wo du mir sagst, endet meine Freiheit, sondern grundsätzlich sind unsere beiden Freiheiten einmal ebenbürtig. Wir leben in einem Rechtsstaat und da geht es darum, dass wenn ich die Grenze zum Strafrecht überschreite und dich körperlich oder wie auch immer schädige, dann endet hier meine Freiheit. So, das meine ich, also die Perspektive. Und mit diesem Satz werfen ja auch nicht nur Liberale, sondern auch Grüne oder sonstige Linke immer um sich, um damit eben alles einschränken zu wollen. Also du darfst eigentlich gar nichts mehr, was irgendjemanden irgendwie in die Quere kommen könnte. Aber so kann man doch nicht argumentieren. Das muss man ja immer aushandeln. Es gibt keine absoluten Grenzen. Es ist immer ein Aushandlungsprozess, bei dem man von Null beginnen muss, wenn es um Freiheit geht. Aber wenn ich immer zuerst komme, heißt das dann, dass im Grunde das Recht des Stärkeren gilt? Ja, das ist auch so ein Irrglaube. Eben, das ist immer dieses, oh, Liberale oder Libertäre sind entweder Egoisten oder irgendwie Darwinisten, weil der Stärkere überlebt und so. Na, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, auch nochmal da. Das Prinzip ist, dass meiner Meinung nach, eine Gesellschaft und ein Staat besser auf Freiwilligkeit basiert. Weil dann jeder frei ist, anderen zu helfen und das zu machen. Und warum geht man denn davon aus, dass Menschen im Grunde irgendwie ungute Menschen sind, die nur auf sich bedacht sind, nicht mit anderen zusammenleben wollen oder asozial sind? Das ist doch nicht wahr. Aber will ich vom Staat dazu gezwungen werden, solidarisch zu sein, oder will ich es selbst machen? Also auch das wird so eine Frage des, brauche ich den Zwang wirklich dazu, um Menschen dazu zu bringen, in Freiheit miteinander zu leben? Ich glaube öfter nein als ja. Also dass es irgendeinen Rahmen braucht in der Welt, in der wir leben, obwohl ich diesen Gesellschaftsvertrag nie unterschrieben habe,
hätte ich trotzdem lieber gerne natürlich weniger Regeln als mehr. Und da geht es nicht um das Recht des Stärkeren. Es sagt auch niemand, dass es keinen Sozialstaat gibt oder dass man eben Armen, Bedürftigen, wem auch immer nicht hilft. Im Gegenteil. Aber nochmal, deswegen sollte man ja nicht die, die es können, daran hindern, sich selbst zu entfalten. Wir leben ja irgendwie schließlich von Menschen, die uns voranbringen. Und wie gedeihen Wissenschaftler, Erfinder etc., indem man sie irgendwie gängelt und zwingt, unten zu bleiben, obwohl sie Großes leisten könnten, nur weil man sagt, na, seien so egoistisch, finde ich schwierig. Aber wir blicken ja immer sehr, wie soll ich sagen, eifersüchtig auf Menschen, die hoch hinaus wollen und die ja, Dinge leisten. Aber wir leben in einer Zeit, wo zum Beispiel Veranstaltungen überlegen, ob sie noch den Begriff Elite in ihrer Veranstaltung haben dürfen, weil viele junge Menschen sagen, da gehe ich nicht hin, ich will nicht Elite sein. Ja, ist auch... Kann man ehrlich darüber streiten. Ich würde auf die Idee schon nicht kommen, mich dadurch beleidigt zu fühlen. Damals, als ich studiert habe, war das noch eine Ehre, zur Elite meines Jahrgangs zu gehören, weil das heißt einfach, du hast die besten Noten. Ob das jetzt im weiteren Lebensverlauf das Beste ist, was mir passieren kann, oder ob der mit lauter Vierern im Zeugnis genauso gut weiterkommt, ist was anderes. Aber genau das, dieses auch totale Ablehnen von irgendwie... ja, auch am Ende Leistungsgedanken, da haben wir also das habe ich kurz angesprochen, dieses, es grassiert zwar ein großes Anspruchsdenken, also eben alle schulden mir alles, der Staat schuldet mir alles. Ich meine, wir sehen Videos auf TikTok, wo 20-Jährige in die Kamera weinen, weil sie nur so und so viel K-Jahresgehalt bekommen sollen, obwohl sie doch einen super Bachelor haben. Also wirklich, wo man davor sitzt und sie denkt, ich wäre auf die Idee nicht gekommen, sowas zu machen. Also dieses, in eine Welt zu gehen und alles zu wollen, aber eigentlich nichts wirklich zurückzugeben und sich dann beleidigt aber zu fühlen von irgendwelchen Begriffen der ehemaligen alten weißen Männer und Eliten und das alles abzulehnen. Also ganz komische Mischung. Und das sind dann wirklich die Narzissten, die Sie vorher meinten, die zwar irgendwie alles auf sich beziehen, jede Diskriminierung, jede Ding, aber trotzdem auch alles erwarten. Ganz toxische Mischung. Die denken ja dann auch in Opferhierarchien. Ne? Ja, ja. Also ich bin immer Opfer und die anderen sind immer schuld. Ja. Was ist so das ideale Opfer? Das ist jetzt ganz politisch unkorrekt, aber eine Frau, die schwarz ist, irgendeine Behinderung hat am besten. Muslimisch? Sogar eine, ja, 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 muslimisch ist, alt vielleicht noch. Mhm. Ostdeutsch ist in Deutschland nicht so das gute Opfer mehr, zumindest nicht für diese Woke-Blase. Aber ja, diese fünf Kategorien wären schon super. Und da frage ich mich auch immer, das ist doch ein sehr trauriges Menschenbild, wenn man sich selbst irgendwo einbringt und sagt, ich spreche hier als schwarze Frau, die 85 ist, nur ein Bein hat und Muslime ist. Das ist doch furchtbar. Also hat man wirklich nichts anderes zu sagen oder zu geben, als das, wofür man wirklich nichts kann. Also ich würde nicht gern darauf reduziert werden, dass ich eine Wienerin bin, zum Beispiel. Obwohl, doch, bitte, Wienerin immer. Wienerin aber dass ich eine Frau bin, die zufällig auch von manchen Menschen als Ausländerin gelesen wird, fantastisch. Aber ich möchte wetten, dass jeder Sozialpolitiker, jede Politikerin im sozialen Bereich von ganz links bis zur CDU jetzt aufspringt und sagt, was erzählt die da? Das geht ja gar nicht. Der Mensch ist sozial und er muss sich für andere einsetzen und wir müssen dafür sorgen, dass alle gleiche Chancen haben und. Mhm. Was sagen Sie denen denn? Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob alle gleiche Chancen haben, bin ich absolut dafür. Also gleiche Startbedingungen ist aber nicht dasselbe wie Ergebnisgleichheit. Und da sind wir eben bei diesem Wortpaar, oder? Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und mir wird immer ein bisschen übel, wenn man erfährt, dass sogar die FDP zugestimmt hat, das in den Koalitionsvertrag zu schreiben. Wir zielen die Gleichstellung von Mann und Frau an. Da wird es mir echt anders. Gleichstellung ist absolut der Sozialistenbegriff, weil Gleichstellung heißt nur, dass das Ende gleich ist, egal wo es beginnt. Das Ziel muss doch sein, dass Frauen dieselben Chancen haben wie Männer. Am Ende kriegen die besten Jobs und zwar wirklich wurscht, welches Geschlecht das ist. Und das ist eben der Unterschied. Und da ist die CDU leider auch manchmal auf Abwägen. Ich meine, die haben, glaube ich, ja beim letzten Parteitag auch die Frauenquote beschlossen, wo ich mich frage, jetzt frage ich mich wirklich, welche Partei dann irgendwann überbleibt, liberale Gedanken zu vertreten. Gut, die FDP ist noch gegen die Quote. Wenn sie das bestimmen würde jemals dann oder beschließen würde, weiß ich eh nicht mehr, wo Liberale noch hin sollten. Aber das ist so dieser große Irrglaube. Wir müssten nur schauen, dass beim Outcome, egal worum es geht, alle Geschlechter vertreten sind, alle Hautfarben, alle Staatsangehörigkeiten, egal, dann haben wir irgendwie eine egalitäre Gesellschaft. Und das ist auch eine Horrorvorstellung. Das ist wirklich sozialistisch. Ist es vielleicht, dass wir in Deutschland, das hat mir neulich einer unserer Amerika-Korrespondenten erzählt, dass wir in Deutschland glauben, Gerechtigkeit sei Gleichheit. Mhm.
In den USA geht es da um ganz andere Dinge. Da geht es um Leistungsgerechtigkeit. Wenn ich viel leiste, dann möchte ich auch gerecht entlohnt werden. Deswegen haben die auch mit ihren Milliardären viel weniger Probleme als wir, weil sie sagen, Mensch, der hat was Tolles gemacht oder die. Dann ist das auch okay, dass das so entlohnt wird. Bei uns ist das ja anders. Bei uns soll möglichst alles gleich sein. Ist das in Österreich genauso? Denken das da auch alle oder ist das ein spezifisch deutsches Problem? Vielleicht zuerst noch, die Democrats in den USA sind schon auch sehr Equity, also Gleichstellung. Ja. Und aber auch lustig, oder dieses Begriffspaar Equity und Equality hat sich erst in den letzten Jahren so herauskristallisiert und hat diesen, ist wirklich ja wie im Deutschen, Gleichberechtigung, Gleichstellung. Also ja, in den USA gibt es schon auch. Aber ja, ist schon lustig, ihr Deutschen habt schon einen stärkeren Hang zur Gleichstellung als Österreicher, weil Österreicher sind irgendwie, wie soll ich sagen, vor allem Wiener, oder? Sind, die leben irgendwie wirklich Individualismus mehr. Liegt vielleicht an der Vielvölkerstadt? Also da muss man nicht drüber reden, ob da jetzt irgendwie viele Ausländer zuwandern oder nicht, weil die sind eh schon da. Es ist irgendwie egal. Und durch dieses eher eigenbrötlerische, manchmal grantige Ding hat man echt das Gefühl, die Stadt ist individualistischer. Und das sind Deutsche schon ein bisschen anders, ja, muss ich ehrlich sagen. Die rufen auch viel lieber nach dem Staat. Ja, ne? Horror, oder? Also, warum eigentlich? Warum sind die Deutschen so staatsgläubig? Ich habe ja eine urschöne Liste, habe ich auch in meinem Buch teilweise abgedruckt. Ich führe die immer weiter. Die Zeit, meine Lieblingswochenzeitung, bringt alle paar Monate einen Artikel raus, der immer denselben Titel hat, nur immer ein bisschen anders. Der heißt entweder bitte mehr Verbote oder mehr Verbote bitte oder bitte, bitte mehr Verbote. Und letztens war auch wieder so einer und ich lese das immer und mir überfällt so ein Fremdscham, dass ich wirklich was gar nicht weinen oder lachen soll, weil ich weiß nicht, auf welchem, wie schlecht es einem gehen muss, damit man einen Text schreibt, der die Überschrift hat, bitte mehr Verbote. Also darum zu betteln, dass einem jemand was verbietet, weil man es einfach selber nicht hinkriegt, ist doch ein Eingeständnis an Unfähigkeit im Leben, das ertrage. Also ich finde es, ja, jetzt muss ich echt schon nur mal drüber lachen, weil es wirklich wahnsinnig köstlich ist und es echt gut auf den Punkt bringt. Aber um Ihre Frage zu beantworten, warum das so ist, ich glaube, man muss es zu gewissen Teilen spüren, und da sind die Österreicher und die Deutschen nicht weit auseinander. Das liberale Dasein ist da wie dort nicht groß, oder? Ich glaube, die würden wahrscheinlich in den besten Zeiten beide Parteien, also in beiden Ländern, top auf 10% kommen, wenn sie alles richtig machen. Ist okay. Liberale sind eine Minderheit, kann man ja damit leben. Aber der Punkt ist ja der, wenn dann Liberale in die Politik gehen, oder zumindest solche, die sich so nennen, aber irgendwie nicht das vorleben, was eigentlich Liberalismus ist, und die Leute das Gefühl kriegen, die sind ja irgendwie auch nur wie alle anderen und die machen jetzt auch nicht wesentlich viel anders, dann kriegen die überhaupt keine Idee davon, was es heißt, liberal zu sein, und bleiben natürlich da kleben. Also da ist dieses schöne Wort von, wenn der Freiheitsmuskel nicht trainiert wird, dann verkümmert er natürlich. Und so ist es, glaube ich, auch im Staat. Je mehr der Staat gibt, desto weniger muss der Bürger selbst machen, und eine gewisse Bequemlichkeit spreche ich nicht mal mir ab. Also was man hat und was man kriegt, nimmt man halt. Wenn man sich eben nicht anstrengen muss und nicht gezwungen ist, selbst zu machen, weil das macht eh der Staat, dann lernt man es halt auch nicht. Und Sie sehen es ja jetzt gerade, wie wir streiten über dieses schöne 60-Milliarden-Loch, und der Herr Dürr aus der FDP sagt, ja, müssen wir ein bisschen Sozialstaat vielleicht kürzen, und die Grünen fallen reihweise um. Nein, um Gottes Willen, nein. Also das wird sehr spannend, und ohne dass ich jetzt irgendwem irgendwas nicht gönne oder dass irgendwelche Menschen Hunger leiden müssen, aber da sind wir, glaube ich, eh weit davon entfernt. Aber schon die Idee, das zu kürzen, das bringt ja schon so viel auf die Palme, das ist atemberaubend. Aber ich mag jetzt nicht parteipolitisch werden, aber es würde der FDP auch gut anstehen, wenn sie dann ein paar Subventionen ihrer Klientel, zum Beispiel das Dienstwagenprivileg für CO2-Verbrenner Erzeuger, wenn man das dann auch kippen würde, um zu sparen. Also die bekleckern sich ja auch nicht wirklich mit Ruhm. Das sowieso nicht. Aber das wird sich hoffentlich irgendwie zurecht ruckeln. Ich mag nochmal auf das mit dem Verbieten zurückkommen. Glauben Sie denn tatsächlich, dass der Mensch so gut ist, dass er mit weniger Vorschriften, weniger Staat mehr Freiheit umgehen kann? Dass das wirklich funktionieren würde? Oder hätten wir in einer so unterschiedlich, ich will jetzt ungern divers sagen, weil das wieder anderweitig belegt ist, dass wir in so einer breiten Gesellschaft nicht Mühe haben, wenn Regeln nicht ganz klar festgesetzt werden, wie wir miteinander umgehen? Also erstens glaube ich nicht, dass Menschen gut sind. Ich glaube auch nicht, dass sie böse sind. Ich glaube auch da, es kommt immer auf den Einzelnen an. Also das ist das Grundproblem der Freiheit, oder? Dass sie macht, sie schafft, oder sie kann ja nicht nur das Gute schaffen, sie kann natürlich auch das Böse schaffen.
Aber Unfreiheit auf der anderen Seite schafft halt nur das Böse, wie wir, glaube ich, aus der Geschichte sehr gut gelernt haben. Also man hat dann eben die Wahl. Lass ich Menschen frei und ein paar machen was Böses und der Rest aber was Gutes, oder sie sind alle irgendwie unterdrückt und dann sehr böse. So, aber ich sage ja auch gar nicht, dass es gar keine Regeln braucht. Sogar in einer Welt, die ich mir vielleicht manchmal wünsche, in der es keinen Staat gibt, muss man ja sein Zusammenleben irgendwie regeln und sich einig werden. Natürlich macht es einen Staat insofern einfacher, als ich mir jetzt nicht mit jedem von Ihnen ausmachen muss, wer jetzt wo im Zug sitzt. Oder das macht der Staat auch nicht, aber Sie wissen, was ich meine. Also, dass es ein Grundkonstrukt gibt, auf das wir uns einigen, in Ordnung. Aber wir sind da inzwischen schon so weit drinnen, dass sich diese Metafrage schon gar nicht mehr stellt, oder? Dieses, was brauchen wir eigentlich wirklich zum Zusammenleben? Da wären wir trotzdem noch mal bei der liberalen Partei. Die müssten eigentlich auch mal von außen drauf schauen und sagen, Freunde, wie detailliert ist unser Leben eigentlich schon geregelt? Muss das wirklich sein? Da sind wir noch so weit weg von ihrer Feststellung, was braucht es überhaupt, dass ich bis dorthin noch gar nicht denke. Ich glaube, bis wir bei dem Punkt sind, wo die Leute sich gegenseitig den Schädel einschlagen, kann man noch sehr viele Gesetze abschaffen. Aber für Hegel zum Beispiel ist der Staat ja im Idealfall der Ermöglicher der Freiheit des Einzelnen. Sollte eigentlich so sein, oder? Ja, aber ja, kann man so sehen, aber er ist gleichzeitig natürlich auch der größte Feind der Freiheit des Einzelnen. Und zwar sei es nur darum, oder nur deswegen, weil er Freiheit beschränkt. Kann man jetzt eben streiten, notwendigerweise oder nicht, werden wir uns sicher an manchen Stellen einigen und manchen nicht. Aber klar, man kann das und muss das aus beiden Perspektiven sehen. Er schafft natürlich einerseits Freiheit, weil er einen Rechtsrahmen setzt, wo er eben die Linien zieht, wer darf was. Also und die Leitplanken müssen da sein. Genau das, und so meint es ja auch Hegel. Aber andererseits, und deswegen verkläre ich den Staat nicht, ist der Staat der Leviathan, der er ist, weil er das Gewaltmonopol ist. Er ist der Zwang in Personam ist falsch, in Gestalt, also muss ihm jeder Liberale ja immer skeptisch gegenüberstehen, weil er die ultimative Einschränkung der Freiheit ist. Also das kann man ja beides nebeneinander stehen lassen. In Ihrem Buch schreiben Sie auch Egoismus statt Altruismus. Auch das sollten Sie erklären, weil Altruismus ist doch eigentlich was Wunderbares. Ja, das ist das, was wir vorher kurz besprochen haben. Das habe ich ja eigentlich nur geborgt von Ayn Rand, dieser russisch-US-amerikanischen Schriftstellerin, Philosophin, wie man sie ja nennen mag. Ich teile das ja gar nicht so, was sie sagt, aber sie hat sie wollte den Begriff des Egoismus einfach wieder ins Positive heben, und das kann ich durchaus nachvollziehen aus den Gründen, die ich schon beschrieben habe, nämlich wie sie es meint, heißt eben Egoismus nur, das was ich vorher schon sagte, dass es starke Ichs braucht, die sich dann freiwillig um andere kümmern. So funktioniert für sie eine liberale Gesellschaft. Und dass inzwischen unter Egoismus halt nur mal das Negative verstanden wird, findet sie nicht gut, und deswegen hat sie ein Problem auch mit Altruismus, weil das eben suggeriert, du musst dich dazu bekennen und dein Leben quasi aufopfern allen anderen, und das fand sie eben ganz schrecklich. Ich glaube eben leider nicht, dass wir auf diesen Pfad je gehen werden, den sie möchte, also Egoismus umzudeuten in was Positives. Diesen Kampf werde ich mir nicht antun. Ich sage es auch nicht gern. Ich finde es nicht mehr zu gewinnen. Ich finde ja auch, dass Individualismus das beste Wort ist. Das ist auch mein Lieblingswort darin, weil da steckt eigentlich alles drinnen. Da müssen wir gar nicht streiten, um egoistisch oder nicht oder altruistisch oder nicht. Ich finde, darin kann man alles packen. Wenn ich jeden anderen Menschen genau als das Individuum anerkenne, als dass ich anerkannt werden möchte, dann finde ich, haben alle gewonnen. Und das ist ja eigentlich, finde ich, das Universalistische und Schöne an diesem Weltbild. Also man kann mir wirklich bei Gott keine Diskriminierung oder sowas vorwerfen oder dass ich nicht gerecht sein will oder nicht anderen helfen, weil na, das passt ja gar nicht eben zu meinem Weltbild, dass jeden einzelnen Menschen anerkennt als das, was er ist. Und deswegen will ich ihm ja per se nichts Schlechtes. Aber mit Solidarität zum Beispiel mit den Schwächeren haben Sie es ja nicht so. Sie sagen ja, der Begriff Solidarität ist zum Totschlagargument derer verkommen, denen sonst nichts mehr einfällt. Ist so. Also das war ja während das habe ich in Zorn während Corona geschrieben, im Lockdown. Da hieß es dann immer von vor allem meinem heißgeliebten Herrn Steinmeier, wir müssen jetzt solidarisch sein. Und ich mir dachte, wenn ich das noch einmal höre, man muss gar nicht solidarisch sein, weil das funktioniert nicht. Solidarität ist ja eine Tugend. Die beschränkt sich notwendigerweise auf einen kleinen Personenkreis. Der kann sich nicht auf ein ganzes Land oder auf die ganze Welt beschränken. Das ist nicht möglich. Genauso wenig ist es möglich, diese Tugend zu erzwingen. Also das pervertiert sie. Das ist ähnlich wie mit der Freiheit so. Und deswegen ist dieser Appell, wir müssen jetzt solidarisch sein,
einfach schon grundfalsch. Und zu glauben, Menschen zwingen zu können, sich mit anderen zu solidarisieren, offenbart halt auch ein ganz komisches Menschenbild, also richtige Untertanen-Mentalität, die da aufgedrückt wird. Sie haben mal eine Zeit lang aus Neugierde Gender Studies studiert. Das ist ja so ein sehr angesagter Studiengang. Was passiert da? Nicht bei schön. Gender Studies, weil das ist ja so eine Keimzelle dessen, was uns gerade plagt und uns manchmal fassungslos macht, was da aus intellektuellen Kreisen an Blödsinn geredet wird. Ja, es ist fantastisch, es ist, wie man es sich vorstellt. Vielleicht erzähle ich Ihnen das ganz kurz. In einer meiner ersten Lehrveranstaltungen kam so die Lehrveranstaltungsleitende Person, sie wollte kein Pronomen, was ich total okay finde. Freunde, jeder, wie er will. Und meinte dann, sie mag nicht frontal zu uns sprechen, weil sie hat irgendwie Hierarchophobie und wir machen Sesselkreis, kein Witz, und besprechen jetzt zuerst mal, welche Wörter wir verwenden wollen oder wie wir uns, also Wörter, die wir verwenden wollen, wo wir uns alle wohlfühlen, damit sich irgendwie niemand beleidigt oder verletzt oder so fühlt. Und das ist das, was ich vorher meinte. Ich war ja dort im U-Boot und sitze in diesem Sesselkreis und man glaubt das wirklich erst, wenn man dort war. Es ist so beengend, wenn man mit lauter Menschen sitzt, die das wirklich ernst meinen, die sich ernsthaft jetzt überlegen, ah, was will ich jetzt sagen, was ich voll diskriminierend finde und womit will ich niemanden verletzen. Man sitzt dort und wird richtig, es ist beengend, ja? Man kann wirklich nicht mehr frei sprechen. Ich habe nicht gelogen, ich habe gesagt, ich bin Juristin und ich fand das alles super, da kannst du uns ja beim Familienrecht helfen, das finden wir ganz schlimm. Und ich sage, natürlich, gerne. Und auf jeden Fall hat sie dann eine meiner noch sehr unbedarften KommilitonInnen, es war nur ein Mann, getraut zu fragen, warum das Wort farbig falsch ist oder schwierig. Und das wusste ich damals tatsächlich auch noch nicht. Jetzt inzwischen bin ich total politisch korrekt unterwegs. Auf jeden Fall war es damals noch wirklich nicht so offensichtlich aktuell, dass man es nicht sagen darf. Und dann hat diese Lehrveranstaltungsleitende Person sie entgeistert angeschaut und hat gesagt, das kann sie doch googeln. Und damit war die Debatte, und das war so ein Moment, wo man dachte, Wahnsinn, also das hat ja mit Wissenschaft gar nichts mehr zu tun. Eine Frau, Entschuldigung, es war eine Person. Ein S. Ja, und wie gesagt, das kann jeder machen, wie er will, es ist mir wirklich wurscht. Aber als lehrveranstaltungsleitende Person irgendwie Leuten zuerst mal beizubringen, dass wichtiger ist, was sie subjektiv fühlen, als was irgendwie Wissensinhalte sind, so mal zu starten, war schon ganz schwierig und nachdem wir das alles abgesteckt hatten, haben wir natürlich auch was gelernt. Ich will ja überhaupt nicht bestreiten, dass ich was gelernt habe. Sehr viel über postkoloniale Theorien, was ich im Rückblick noch viel schlimmer finde, aber der Duktus und der Gestus, der dort herrscht, das ist alles eine Meinung und alles in eine Richtung. Diese Menschen, die das studieren, die wissen ja, was sie wollen. Die wissen ja schon, dass alle Männer böse und das Patriarchat schlimm und dass wir alle Marx sehr toll finden, aber Jordan Peterson sehr furchtbar. Das ist einfach da. Und das finde ich das Allerschlimmste. Es gibt keine Gender Studies, kritische Gender Studies Professur. Ich wünschte, ich hätte meinen Master gemacht, das wäre aber das Allergeilste. So Master Gender Studies, aber ich fürchte, es wäre nicht durchgegangen. Also musste auch ein Referat halten und habe mich dann getraut, ein sehr queer kritisches Buch von einem großartigen Berliner heranzuziehen. Und dann kommt die Professorin nachher zu mir und sagt so, ja, Frau Schneider, Sie wissen eh, das ist ein ganz schlimmer Typ, das ist so ein Nestbeschmutzer, der hat mal Gender Studies studiert und jetzt schreibt er dagegen. Und ich habe sie so angeschaut. Ich war dann weg, Gott sei Dank, und sie hat meinen Text vermutlich oder mein Buch dann, weiß nicht, ob sie es mitbekommen hat, aber das ist richtig, also da wird einem echt bewusst erst, dass das wirklich kein Witz ist und kein, ist ja nur ein Gender-Sternchen, da tut ja niemandem weh. Es ist mir egal, ob es ihm weh tut, es geht auch nicht um die Verschandelung der Sprache, ganz ehrlich, da geht es um eine Ideologie, die in eine Sprache gepresst wird und die irgendwie uns genau das beibringt, du bist eine Frau, du bist unterdrückt, du bist ein Mann, du bist mindestens problematisch, außer du hast vielleicht jetzt auch schon zwei Geschlechter. Das ist einfach ganz was anderes. Also ja, so viel zu meinem Ausflug in die Gender Studies. Es war sehr beengend und beunruhigend. Aber dieses, wir sagen alles in den richtigen Worten und es gibt keine Auseinandersetzungen, alles wird in Watte gepackt, man muss sich wohlfühlen. Das ist ja das Gegenteil von gelebter Demokratie. Ich muss mich doch mit anderen auseinandersetzen können. Ich muss doch
Meinung äußern können, ohne dass ein anderer sich dadurch angegriffen fühlt. Ich habe neulich ein Interview mit Harald Schmidt gelesen, der ja gelegentlich mal wieder als Schauspieler arbeitet und sagte, da war dann also eine Gruppe, er hat einen Vortrag gehalten vor jungen Schauspielerinnen und Schauspielern und da wurde dann von allen gesagt, das Wichtigste ist, dass sie sich bei den Proben wohlfühlen. Da hat er gesagt, wie soll man da ein vernünftiges Theaterstück erarbeiten, wenn alle sich wohlfühlen sollen? Da muss Kritik geübt werden können, da müssen die Fetzen fliegen, das muss auch mal wehtun, sonst entwickelt man sich nicht weiter. Aber das ist irgendwie perdu. Ich denke dann immer, ich habe das schon als Alexander Grau, der Philosoph hier war und wir über Moralismus diskutiert haben in dieser Reihe, habe ich gesagt, was haben wir bei dieser Generation falsch gemacht als Eltern? Um Gottes Willen. Ja, ja. Vor allem, weil Sie sagen gerade, ich finde das ja noch viel schlimmer in der Kunst. Also was da alles irgendwie vor sich hin gecancelt wird und das ist übrigens auch so ein Wort, das keiner mehr hören kann, Cancel Culture, ja, ja. Na, aber eben, dass immer mehr auch junge Künstler dazu übergehen, entweder Dinge gar nicht mehr zu lesen, weil eben, das hat ein Mann geschrieben oder ein Rassist oder etc. etc. Also sie das finde ich so erbärmlich, wie kann man sich denn mit Ideen nicht mehr auseinandersetzen wollen, weil man den Menschen, der es geschrieben hat, schlecht findet. Also diese Trennung auch, Kunst, Kunstwerk, das muss doch möglich sein, einerseits. Und andererseits natürlich eben muss vor allem Kunst wehtun. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich lese nicht den ganzen Tag Paolo Coelho, damit es mir besser geht. Also, nein. Das ist auch so, wie gesagt, das finde ich so schade. Es ist doch so eine Einschränkung irgendwie seines eigenen Horizonts und dieses, ich will mich nur wohlfühlen und die finden dann ja auch an jeder Ecke irgendwas, wo sie sich nicht mehr wohlfühlen. Aber das ist ja nicht nur eben auf die Kunst beschränkt, das ist ja im politischen und medialen Bereich auch da. Das geht aber so weit und ich glaube, ich muss mich jetzt nicht von der AfD distanzieren, wenn ich sage, ich finde es trotzdem wichtig, dass die eingeladen werden in Talkshows, die sitzen im Bundestag und das Argument, man darf ihnen keine Bühne bieten, weil dann, das geht doch so nicht. Nochmal, wie Sie sagen, wir sind eine Demokratie, die müssen ihre Argumente vorbringen, die anderen müssen sie bitte schön widerlegen oder wie auch immer. Aber anders kann man dem noch nicht beikommen. Also dieses, alles, was ich nicht sehe, existiert nicht, das ist halt eine Illusion und das ist mit jeder Idee dasselbe. Und wenn man eine bessere hat, dann muss man halt damit rausgehen. Und das ist, ja. Widerspricht dann diese Diskussion, die AfD zu verbieten, auch absolut jedem liberalen und libertären Gedanken, oder? Ja, komplett und vor allem jetzt mal ganz im Ernst, in Praxis, was soll denn das bringen? Was glauben wir denn, wo diese Wähler dann hingehen, wenn plötzlich die Partei verboten wird, die sie jetzt wählen wollen? Weil nochmal, ich würde diese Partei nicht wählen, aber es geht hier nicht um mich. Man muss sich wohl um die Menschen kümmern und sich fragen, warum wählen diese Menschen das? Ich halte die Antwort, weil das irgendwie alles Nazis sind, für falsch. Ich glaube, das ist auch nicht so schwer zu belegen. Aber auch zu sagen, die sind verloren für die Demokratie, die können wir jetzt irgendwie aufgeben. Das geht doch so nicht. Man muss doch irgendwie, offensichtlich ist da eine Lücke an Politik, die nicht gefüllt wird, die die Menschen sogar ernsthaft Menschen wie Höcke wählen lässt, was eigentlich ziemlich arg ist. Aber offensichtlich wird diese Lücke nicht befriedigt von anderen. Also das wäre ja logischerweise das Problem. Aber zu sagen, Spiegel war ja letzte Woche das Cover, ja. AfD verbieten, da sitze ich auch sprachlos davor. Und da jubeln auch wieder ganz viele meiner Journalistenkollegen, ja super, verbieten. Und ich meine so, was? Und dann ist es weg, oder? Dann ist die AfD gelöst. Und dann sind wir alle glücklich und alle wählen Grün, oder? Also ich finde es einfach wirklich realitätsfremd. Ich bin aber auch Meinungsfreiheits-Ultra. Ich finde, es muss alles auf den Tisch, man muss alles sehen können. Nur dann kann man es auch verurteilen. Also es macht es ja auch irgendwie einfacher. Schwerer auch zu ertragen, aber einfacher auch zu beurteilen. Ich sehe da ganz große Parallelen zwischen ganz links und ganz rechts, weil beides ist freiheitsfeindlich, beides ist ideologisch verblendet und beides sucht nach einfachen Antworten, die es heute einfach nicht mehr gibt, oder? Ja gut, das einfache Antwort, das ist ja Populismus. Und Populismus, das ist auch so ein Vorwurf, den kriegen oft nur Rechte, aber Populismus ist ja nur eine Worthülse. Populismus beschreibt ja nur eine Art, Politik zu machen, nämlich einfache Vorschläge. Antikolonialismus, Antirassismus, das sind auch alles einfache Antworten, die da gegeben werden. Komplett, also könnte man auch populistisch bezeichnen, weil nochmal, Populismus ist ja nur Stilkritik. Ja. Du schlägst einfache Antworten für komplexe Probleme vor, das gibt es eben von bis. Aber ja, die Hufeisentheorie, das hören die Linken und die Rechten nicht gerne, aber sie geben sich dann leider oft die Hand, wie, und da ist der Bogen schon fast geschlossen zum unserem Anfang, in Sachen Antisemitismus. Mhm. Beide Seiten irgendwie ein bisschen schwierig gerade unterwegs. Also, ja. Nun haben wir natürlich riesige Probleme in unserer Welt. Ich erinnere an das Klima und da sprechen Sie dann von einer moralinsauren Wohlfühl-Klimaretterblase.
Aber irgendwie müssen wir ja diesen Planeten retten. Kennen Sie Louise Neubauer? Die Frage ist, wie kriegen wir das in den Griff? Ohne Verbote, mit liberalem Denken, kann das funktionieren? Also erstens, ich bin ja keine Klimawissenschaftlerin, Gott sei Dank, aber ich glaube, es lässt sich schwer bestreiten, dass bei allem, was man Fridays for Future anrechnen kann, im Sinne von junge Menschen engagieren sich für etwas, wollen die Erde retten, ich glaube, die Ziele sind ihnen unbenommen, aber die Art, wie sie daran herangehen, auch, nochmal, reden wir jetzt lieber nicht über Greta und ihre eigenartigen Ausfälle in Sachen Gaza und Israel, aber auch davor. Es ist ja nicht nur Greta, das muss man auch betonen. Es ist die ganze internationale Sektion, von der sich die Deutsche zum Glück massiv distanziert. Das stimmt. Ich würde ja meinen Namen ändern oder so. Mhm. Louise Neubauer Gang ist doch okay. aber gut, es ist ihre Sache. Aber auch die Klimabewegung und auch die Fridays for Future haben in anderer Art ihr Gut und ihr Böse schon gefunden, weil die Kapitalisten sind böse, Sozialismus ist irgendwie gut. Das ist übrigens auch mein Grundproblem mit all diesen Klimabewegungen. Die glauben ja ernsthaft, wenn wir den Kapitalismus mal überwunden haben, dann geht es uns gut. Und die fragt mich mal, ob sie in CO2-Bilanzen von sozialistischen Ländern schon mal geschaut haben. Also ich glaube, denen war der Klimaschutz entweder egal oder es war jetzt wirklich keine große Errungenschaft. Ich bin da halt immer deswegen so skeptisch und deswegen auch super skeptisch, was dieses Bundesverfassungsgerichtshof-Urteil angeht, das ja eben beschlossen hat, ganz im Sinne der Fridays for Future, dass die Freiheit in der Zukunft geschützt werden muss. Also ich weiß nicht jetzt den genauen Duktus, aber da sitze ich irgendwie sprachlos davor, weil ich frage mich, was ist das, die Freiheit der Zukunft? Hast es mit einer Freiheit, die ich jetzt noch nicht greifen kann, kann man unsere Freiheit im Jetzt begrenzen? Aber Freiheit ist ja kein Vorratsgut. Und wer weiß und was wissen die in Karlsruhe, was sind welche Glaskugeln die haben, welche Möglichkeiten wir in 10 Jahren haben. Ich meine, Elon Musk, von dem kann man halten, was man will, aber der macht Dinge oder er erfindet Dinge, die uns, glaube ich, in der Menschheit weiterbringen als Menschen, die sie auf die Straße kleben, um es mal so zu sagen. Aber das ist in Deutschland halt auch problematisch, weil man da eben auf solche Menschen, die große Dinge erreichen, und nochmal, man muss diesen Typen auch in allen Dingen nicht super finden, aber ich würde, sagen wir es kurz, Geld und Ressourcen lieber in zukunftsweisende Technologien stecken und wieder in die Atomkraft einsteigen, zum Beispiel, als mich freitäglich auf die Straße zu kleben. Oder, okay, nicht alle Fridays for Future. Also, wie man es jetzt machen kann, ist eine Geschichte, das wäre ein anderer Talk. Aber was ich persönlich glaube, es müsste doch gehen können, und es gibt sogar ehemalige oder noch Grüne, die das denken, wie Ralf Füchs zum Beispiel, Zentrum Liberale Moderne, der sagt, nur der Kapitalismus kann die Kraft entfalten, das Klimaproblem in den Griff zu kriegen, weil nur der ist schnell genug. Also wenn wir eben dann die Leitplanken setzen, dass es sich lohnen kann, dass die Menschen selber losmarschieren, weil sie damit Gewinne machen können. Genau. Dann kann es funktionieren, aber das passt natürlich wieder nicht in das Spektrum, das sich besonders für das Klima engagiert. Die sagen, der böse Kapitalismus ist schuld und wir dürfen nicht mehr weiter wachsen und all diese Geschichten. Eine amerikanische Umweltpolitikerin hat gerade ganz anders gesagt, die hat gesagt, wir sind damit reich geworden, indem wir den Planeten kaputt gemacht haben, und jetzt werden wir damit reich, indem wir ihn retten. Das ist eigentlich die Idee dabei. Es ist eigentlich totale Marktlücke, wie Sie sagen, eigentlich so die Ralf Füchses der Welt, den müsste man eigentlich klonen, ein grüner Kapitalist. Mhm. Also das gibt es ja eigentlich nicht. So, in der Regierung zumindest nicht. Also, das verstehe ich auch nicht ganz, obwohl die Grünen mögen es oft nicht so gern, wenn man sie als Linke bezeichnen, sind sie aber wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch. Und genau das. Ralf Füchs hat ja eben verstanden, dass der Kapitalismus auch noch immer der beste Anreiz ist, weil der Markt funktioniert halt glücklicherweise genau so. Wenn man CO2-Bepreisung zum Beispiel, ja, das wäre ja, ist ja ein Modell, wo jeder sieht, ah ja gut, ich verliere Geld, wenn ich umweltschädlich handle, aber nicht, wenn nicht. So, und ich glaube auch, dass uns nur das aus der Krise holen wird. Und alles andere katapultiert uns ja eben in auch gesellschaftliche Steinzeitformen zurück, weil es kann ja niemand ernsthaft, obwohl in Berlin schon, in den Sozialismus zurückwollen. Und das ist, ja, also ja, Marktlücke, grüner Kapitalismus. Ich werde es mal dem Ralf vorschlagen. Ja, also, na, er sagt das ja selber. Ja, ich weiß, aber er ist ja kein Politiker. Aber das ist ja auch im Sinne einer liberalen Politik, eben zu sagen, hier, da gibt es Chancen und ich setze die Rahmenbedingungen und dann lasse ich die Leute laufen. Genau. Das heißt, es kann funktionieren. Ja. Aber die FDP, um auf die noch zu kommen, als die liberale, sagen Sie jetzt nicht Tempolimit, politische, weil dann haben wir ein Problem. Nein, die liberale politische Kraft in Deutschland, so richtig kriegt die das ja nicht hin.
Also einerseits wird sie massiv dafür angefeindet, weil neoliberal ist eines der schlimmsten Schimpfwörter im deutschen politischen Diskurs. Andererseits agiert sie nicht wirklich liberal in dem, was sie tut. Also was läuft da schief, dass wir keine liberale Kraft haben und, wie Sie sagen, in Deutschland wie in Österreich, keine liberale Kraft über 10% kommen kann. Woran liegt das und was können wir tun, um das zu ändern? Hey, es ist so bitter, Christian Lindners Lieblingssatz, besser nicht regieren als falsch regieren. Ich weiß nicht, ob er den noch in Erinnerung hat, aber was da jetzt passiert, das kann er ja wirklich nicht als gut empfinden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, diese liberale Partei unterliegt natürlich ihren Sachzwängen und den ersten großen Fehler, oder den sie begangen hat, ist, sich allen Ernstes in eine Koalition mit zwei linken Partnern zu begeben und dann zu glauben, man kann das Land gestalten. Also wirklich, ich verstehe es nicht und ich habe leider zwischen, glaube ich, noch immer recht. Also ich glaube, wenn jetzt Neuwahlen wären, müsste die FDP schauen, ob sie noch in den Bundestag einzieht. Ich glaube, das war echt der größte Fehler des Christian Lindner, aber gut, er konnte Finanzminister werden, ich vergönne es ihm, weil das ist once in a lifetime. Der konnte nicht ein zweites Mal Nein sagen, das hätte man ihm auch nicht. Also nochmal, ich verstehe, und das ist ja das ultimative Problem von liberalen Parteien, sie müssen irgendwann pragmatisch sein, wollen sie mitregieren. Deswegen bin ich aber der ultimativen Überzeugung, Liberale sind besser in der Koalition aufgehoben, weil sie da mehr Druck machen können. In der Opposition meinen Sie? Entschuldigung, Opposition, ja, Entschuldigung, Opposition. Weil sie da auch das Bewusstsein einmal schaffen können, für was wäre denn liberale Politik? Was ist eure Kritik? Was macht ihr? Wenn, das, was ich vorher sagte, wenn jetzt Menschen in die Koalition schauen und sagen, das ist liberale Politik oder zumindest so viel liberale Politik, nein, danke, das wählt ja nicht mal mehr jemand. Also nochmal, sie haben sich damit selbst und dem Liberalismus, glaube ich, schweren Schaden zugefügt, weil liberale Politik besteht ja im Grunde eigentlich darin zu schauen, dass es so wenig Politik und Staat wie möglich gibt. Davon ist diese Regierung dermaßen meilenweit entfernt, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Und ich will ihnen auch gar nichts Böses tun. Die verhindern ja Gott sei Dank Tempolimit, was geht. Aber das nutzt nicht. Wähler wählen nicht den, der das meiste verhindert hat. Also, dass sie Cannabis legalisieren und ein Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg kriegen, finde zwar ich auch liberalerweise gut, aber das ist auch nicht das Stammklientel. Und das muss man auch dazu sagen, ganz viele Wähler in Deutschland, also ganz viele FDP-Wähler in Deutschland sind ja eher wirtschaftsliberal und gesellschaftlich konservativ. Also die können damit dann gar nichts mehr anfangen, weil eben Cannabis ja ist schön. Wir hätten da lieber bessere Voraussetzungen für unseren Industriestandort. Also liberale Politik an sich ist eben schon ein Problem, weil sie Politik ja anders denkt, im Sinne von immer weniger. Und dann eben in dieser Konstellation ist es halt der absolute Horror. Das ist. Und wie können wir gegen das vorgehen, gesellschaftlich wie politisch, was Sie in Ihrem Eingangsstatement skizziert haben, diese ganzen Ideologien, die immer mehr in der jungen Generation Anhänger finden, die gar nicht mehr anders denken können? Wie kriegen wir in die wieder liberales Denken rein? Wie können wir die liberale Fahne hochhalten, sei es in den Medien, sei es beim Abendessen mit den Kindern oder mit Freunden oder? Ich glaube, dass sich der Begriff Liberalismus nicht in Christian Lindner erschöpfen darf. Also im Sinne von, wenn junge Menschen oft an, schlimm, oder wenn junge Menschen oft an die FDP denken, dann denken sie an lauter Männer, die gleich ausschauen, die sich Pullover über die Schulter werfen und Pastellhosen anhaben, oder? Also vom ernsthaft so vom alle irgendwie VWL studiert und irgendwie Business vom Papa geerbt, so. Also das Bild vom Liberalismus, dieses Verstaubte und irgendwie, das machen irgendwie nur Unternehmer und Zahnärzte. Also man müsste es doch irgendwie schaffen, Liberalismus wieder sexy zu machen. Ich meine, gestern ist einfach in Argentinien ein Libertär zum Präsidenten gemacht worden. Ist unfassbar, was in Deutschland los ist, in den Medien vor allem, weil sie alle nicht wissen, was das ist, was Libertär ist. Wir müssen jetzt echt nicht durchdeklinieren, was Libertär ist. Sehr staatsunfreundlich. Er wird überall als Rechtspopulist bezeichnet. Das ist ein Wahnsinn. Also wirklich, ich hab am Samstag einen langen Text dazu geschrieben, warum das falsch ist. Man kann Libertarismus kritisieren, aber das als Ultrarechts zu bezeichnen. Gestern sitze ich dort, schaut ZDF, der Ultrarechte Javier Milei. So, okay, heute Deutschlandfunk, der Rechtspopulist. Der ganze öffentlich-rechtliche Rundfunk, oder fast, und Ihnen ist jetzt kein Vorwurf gemacht, das wissen Sie eh, bezeichnet diesen Menschen, der ein Libertärer ist, nämlich wirklich ziemlich glasklar, als Rechten.
Und da braucht man sich eigentlich nicht mehr fragen, warum das mit dem Freiheits- und Liberalismusbegriff in Deutschland so weit her ist, wenn wir die Definitionen schon nicht mehr hinkriegen. Und auch dieses bösartige Framing, weil was rechts ist, ist natürlich böse. Deswegen ist dieser Typ böse, ohne sich damit irgendwie näher auseinanderzusetzen. Und das ist so, also ich meine, ich habe es zwar heute sehr lustig gehabt, weil er hat gewonnen auf Twitter, rauf und runter amüsiert, weil sie sich alle ganz, ganz furchtbar fürchten vor diesem Ultrarechten, aber das tut natürlich der Sache auch keine Hilfe, weil nochmal, man kann ja grün sein, links sein, sozialdemokratisch, was man möchte, aber wenn man andere kritisiert, kann man dann bitte intellektuell auf einem redlichen Level bleiben und das irgendwie richtig einordnen? Das wäre ja schon mal ein Punkt. Also das vielleicht zu Ihrer Frage, die Leute müssten halt mal verstehen, was es ist und nochmal ein Freiheitsverständnis haben, wo sie das Gefühl haben, das ist was Gutes, das ist nicht Christian Lindner oder das ist nicht rechts, sondern das ist einfach, wie ich mein Leben lebe und zwar selbstbestimmt und eigenverantwortlich in allererster Linie. Und das eigentlich zu vermitteln, glaubt man doch, oder? Sollte nicht so schwer sein. Aber ja, sagen Sie es mir, Sie sind Vater. Machen Sie weiter. Das sage ich. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Anna Schneider. Und ich glaube, wir sollten wirklich versuchen, die Fahne des Liberalismus hochzuhalten und dafür zu streiten, auch wenn man sich dann manchmal üble Beschimpfungen anhören muss. Das ist leider so, aber das gehört dazu und man muss es abkönnen. Unbedingt. Und der Diskurs ist ja völlig in Ordnung und auch Streit ist in Ordnung und auch wenn es mal laut wird, ist in Ordnung. Ja. Wenn Menschen mit Leidenschaft ihre Meinungen vertreten, das ist es ja kein Zivilisiert Schaden. Streiten, hat Carlo Strenger das mal genannt. Gibt sogar ein Buch, das ist fantastisch. Auf jeden Fall kann ich Ihnen sehr dieses Buch ans Herz legen. Freiheit beginnt beim Ich, Liebeserklärung an den Liberalismus, erschienen bei DTV. Es lohnt sich auch, im Netz sind Sie vor allem zu verfolgen, mit dem, was Sie kommentieren. Mhm. Wie finden das die Menschen? Ich glaube, wenn Sie Anna Schneider eingeben, dann kommt es. Anna Schneider und dann kommt es. Okay, wunderbar. Und diesen und alle bisherigen Talks können Sie natürlich auf dem YouTube-Kanal der Mahle-Stiftung anschauen, in der Mediathek, über die Webseite oder direkt auf YouTube. Und wenn Sie es spannend fanden und Sie meinen, jemand braucht Nachhilfe in Sachen Liberalismus, nicht von einem alten Anzugträger, sondern von einer jungen Frau, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Am Montag, 15. Januar, kommt hier der nächste Vortrag in unserer Reihe Mensch, Entwicklung, Zukunft. Mensch bleiben im Zeitalter von Posthumanismus und künstlicher Intelligenz mit Werner Heusinger, Ökonom, Bestsellerautor und Großredner der Freimaurer. Wir sehen uns am 29. Januar dann wieder zum Gespräch mit Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger. Da geht es über Europa im Kampf der Systeme. Wie immer um 19 Uhr. Vielen Dank nochmal, Anna Schneider. Sehr Vielen gern. Dank Ihnen fürs Zuschauen und ich sage schon jetzt schöne Weihnachten und guten Rutsch bis Januar. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön.